Moin und damit herzlich willkommen mal wieder zurück bei Grim Dawn. Ja, wenn ihr euch noch an den letzten Part zurückerinnern könnt. Das war der Port... irgendwas Part. Es ist eigentlich erst ein paar Minuten her, weil ich instant weiter aufnehme. Ich habe leider trotzdem den Namen vergessen, aber ist nicht weiter schlimm. Wir haben jetzt eh keinen Skelettschlüssel mehr, deswegen... sterbe ich jetzt hier fast. Deswegen können wir da jetzt nicht mehr hin. Beziehungsweise doch, wir könnten dahin, das würde aber nichts bringen, weil wir durch das Tor nicht mehr durchgehen können. Ich werde mir den Ort auch hier merken. Ich weiß ja noch, hier diese Stufen der Folter, da hat man noch, da brauchen wir noch einen Skelettschlüssel. Und dann brauchen wir da noch einen. Und dementsprechend, wenn wir irgendwann später, wenn mir mal langweilig ist und ich keinen Bock auf irgendwas anderes habe, da nochmal hingehen. Ich würde jetzt gerne erstmal das Spiel weiterspielen. Aber wir kehren irgendwann nochmal zurück. Ich denke, das mache ich alles in so einem zusätzlichen Bonuspart. Vielleicht auch ganz zum Schluss des EPs. Oder so kurz vorher, wenn jetzt nur noch der Bosskampf quasi ist, dann vorher nochmal alles zu erledigen, was man noch machen wollte, dann werde ich da nochmal mit einem Skelettschlüssel zurückkommen. Beziehungsweise an diese beiden Orte mit dem Skelettschlüssel gehen. Wahrscheinlich das euch ein bisschen zusammencutten und wir werden nochmal die Orte besuchen, dass es halt auch wirklich 100% sind, die wir da abgeschlossen haben. Natürlich, wenn ich die Bosse jetzt schon angefangen habe zu killen, will ich das auch beenden, ist ja klar. Nur halt jetzt nicht. Wir kehren zurück. Wir können uns ja jederzeit dieses Skelettschlüssel da bei der Schmiede machen. Hoffe ich jetzt zumindest. Wenn wir nur einen hatten, ja, dann würde ich sagen, verkackt. Dann würde ich drauf scheißen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man nur einen einzigen Skelettschlüssel hat. Weil sonst kann man nicht alle Orte im Spiel besuchen. Und das wäre irgendwie dumm. Auch hier, ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Gebiet nochmal so fett riesig hier ist. Wenn es da auch, wenn das da links eigentlich weitergehen sollte. Also da kriegt das Spiel auf jeden Fall hin, mich immer wieder zu überraschen, was die Größe der Gebiete angeht, die hier noch kommen. Dieses Gebiet ist meines Wissens nach auch nur dafür da, dass man diese Quest mit den Kanonen hier irgendwie macht. Deswegen bin ich jetzt auch hier, um diese scheiß Kanonen zu finden. Das muss ja hier eigentlich irgendwo sein. Ich nehme jetzt auch nicht nochmal Ätherkristalle mit. Ich habe hier 10 Milliarden Ätherkristalle. Das sparen wir uns. Und Tränke. Viele Tränke werde ich mir noch kaufen müssen. Weil jetzt hier, wo es langsam Richtung Endgame geht, merkt man einfach schon, dass die Gegner stärker werden. Herold des Feuers. Noch eine? Hatten wir so einen nicht schon mal? Alter, dieser Strahl, der mich auf jeden Fall trifft, ganz egal, was ich mache und wohin ich gehe. Der ist so unfair eigentlich. Und da sind irgendwo wahrscheinlich auch die Waffen. Das ist wahrscheinlich der Boss, den man besiegen muss, um diese Waffen zu bekommen. Alter, was soll das? Wo kommst du her? Der ist doch einfach gespawnt. Den habe ich noch nirgendwo vorher gesehen. Nochmal Sturm der Leere. Wäre schön, wenn ich mal andere blaue Items kriegen würde und nicht das gleiche immer 10-mal. Aha. Zurückgelassene Karawane für die schwarze Legion. Quatsch. Für die dunkle. Doch, schwarze Legion war richtig. Ja und? Was hat mir das jetzt gebracht? Du hast diese Kanonen von den ätherischen. Ah, okay. Gut, wir haben sie zurückerobert. Das war's. Hab gerade nur nicht gesehen, dass da stand, dass man jetzt zu dem Waffenmeister zurückgehen soll. Hab erst gedacht, wir tragen die Waffen selber zurück. Weil, dass die jetzt da selber hingehen durch das ganze Ätherfeuer. Hätte ich nicht gedacht. Du bist noch heil. Das bedeutet dann wohl, du hast nicht versucht, die Feuerbrunst zu betreten. Weise Entscheidung. Andersrum, mein Lieber. Zack, 13k EP.
Unglaublich. Du hast mehr Mut als Verstand, aber ich will mich nicht beschweren, wenn diese Kanonen wieder uns gehören. Ich werde ein paar Männer hinausschicken, um sie sofort zurückzuholen. Du hast der Legion einen großen Dienst erwiesen, vielen Dank. Ja, und dafür bin ich wortwörtlich durch die Hölle gegangen. Und wieder zurück. Nein, nicht wirklich dafür. Das war mehr so ein nebensächliches Ding, aber trotzdem, das hatte damit zu tun, weil das auch da in der Nähe war. Dementsprechend bist du mir eigentlich noch mehr als das schuldig. Aber gut, mehr wirst du mir wohl nicht geben. Also muss ich mich wohl damit abfinden, dass es dabei bleibt. Ich finde es richtig schön, dass ich jetzt wieder, dadurch, dass ich nicht mehr den langen Weg nach Berlin fahren muss, in meiner Studienzeit, wie ich auch schon das ein oder andere Mal so nebenbei erwähnt hatte, so viel Zeit habe, um aufzunehmen und hochzuladen, das ist nice. Ich habe auch momentan sehr viel Motivation. Wenn man das merkt. Wahrscheinlich, ihr werdet es wahrscheinlich eh nicht merken, weil ob ich jetzt 5 oder 10 Parts an einem Tag aufnehme, ihr seht eh, ihr kriegt jeden Tag eure 2 Parts. Und damit müsst ihr euch begnügen. Damit müsst ihr euch zufrieden geben, denn mehr als 2 wären es am Tag definitiv nicht. Es sei denn, das ist ein ganz besonderer Part dann irgendwie nochmal. Aber gut, es war ja auch mal eine Zeit lang ein Part oder auch mal eine Zeit lang kein Part. Dass jetzt 2 am Tag sind, ist ja auch schon irgendwie ein Indiz dafür, dass ich jetzt die Zeit und Motivation habe. Vor allem die Zeit. Und durch die Zeit auch die Motivation. Das hängt so ein bisschen zusammen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, jetzt auch mit dem neuen System immer ein Spiel auch wirklich zu Ende zu bringen. Und dann das nächste zu machen. Also quasi das Haupt-LP immer erst zu Ende zu bringen, bevor man das nächste Haupt-LP anfängt. Und das zweite Video am Tag ist dann immer sozusagen dann das andere LP. Die anderen LPs, die dann noch nebenbei trotzdem weiterlaufen. Die natürlich genauso wichtig sind wie das Haupt-LP, das will ich gar nicht sagen. Aber die wechseln sich dann immer so ein bisschen ab. Und das Haupt-LP, da kommt wirklich jeden Tag ein Part, bis das durch ist. Ich will mal noch nicht verraten, was jetzt das LP ist, was hier nachkommt. Das werdet ihr nämlich noch sicher jetzt noch nicht gesehen haben. Was haben wir da? Ich habe aber schon lange angefangen, das Ding aufzunehmen. Und muss sagen, dass ich bisher sehr viel Spaß habe. Und auch gerne weiter aufnehmen würde. Aber ich finde irgendwie, ja, ich würde gerne immer nur ein LP aufnehmen, wenn ich es dann auch zeitgleich hochlade. Wenn ich jetzt ein LP aufnehme und in einem halben Jahr erst die Videos dazu hochlade, verliere ich so ein bisschen den Bezug dazu. Ich habe auch manche Stellen, wo ich mir dann quasi schon merke, was ich als Thumbnail, was ich als Titel nehmen möchte. Und das vergisst man dann mit der Zeit auch, wenn man da 10.000 unbearbeitete Videos noch rumzugammeln hat. Deswegen würde ich jetzt wirklich gerne erstmal Grim Dawn abschließen, bevor ich dann das nächste LP anfange. Ja, Notizen, also heute nicht mehr, Digga. Wir lesen die Notizen. Warte mal, ich mach's einfach mal so. Ich sammle mir die ganzen Notizen. Gott, das sind echt viele. Das sind echt viele. 2, 4, 6, 7 Notizen. Ja, 7 Notizen. Ich sammle mir die einfach mal alle da. Und in einer der nächsten Parts lesen wir die alle mal durch. Dann gibt's wieder einen Geschichtsstunden-Part. Das muss aber nicht unbedingt heute sein. Oh, Soros Bastion. Sehr gut, wir sind am nächsten Ort angekommen. Ich schätze mal, da rechts geht's weiter. Und wir sollen ja jetzt hier hoch. Das ist ja die Höhle, von der der eine Typ da von dem Orden gesprochen hat. Genau, Ordensbastion. Moin. May the Specter of Death guard your path. Ihr wolltet mich sprechen? Ach, der redet gar nicht selbst, natürlich nicht. Wenn du an der Seite des Ordens der Todeswache kämpfen willst, musst du dich erst beweisen. Zeig uns, dass du den Tod nicht fürchtest und wir werden dir seine Geheimnisse zeigen. Digga, ich hab das doch gezeigt, oder allein dadurch, dass ich jetzt hier bin. Eines unserer bekanntesten Mitglieder, Malkadar, der Hüterin untersteht, wurde kürzlich in einem ktonischen Hinterhalt getötet. Jetzt befinden sich seine Überreste irgendwo im Bloodgrove im Besitz der Kultisten. Eine Seele wie Malkadar dürfen wir nicht verlieren. Die Hüterin hat beschlossen, das Ritual der Auferstehung für den verehrten Nekromanten durchzuführen. Es liegt an dir, mein aufstrebender Eingeweihter, in den Bloodgrove zu gehen und Malkadars Überreste wieder zu beschaffen. Digga, was die alle mit ihren Überresten immer haben, ne?
Überreste, Überreste, Überreste. Hier haben wir Larukas Tagebuch, gleich der nächste Kandidat für unsere Tagebuchseite. Ein bösartiger Geist hätte fast die Untersuchung eines ganzen Tages ruiniert. In Zukunft muss ich mit dem Bindungsritual vorsichtiger sein. Also fangt ihr Geister? Aber natürlich, geisterhafte Diener sind für unsere Forschung über den Tod und die Geschichte von unschätzbarem Wert. Natürlich sind einige Geister hilfreich, aber nicht alle haben das Verständnis für den größten Zweck, dem wir alle dienen. Das ist ja abscheulich. Vielleicht hast du nicht den Mut für das, was getan werden muss. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Sorg dafür, dass du deinen leistest. Ja, wir sind zwar Verbündete, aber das unterstütze ich nicht. Hier ist ein Händler. Der Händler des Dunklen Ordens. Da kommt der ganze Schmarrn mal weg hier. Das brauchen wir nicht sortieren. Das kann weg. Ja, eigentlich kann das auch weg. Das kann ja eigentlich alles weg, von dem ich weiß, ich werde es eh nicht mehr tragen. Das weiß ich nicht, ob ich das wegschmeißen wollte. Ja, okay. Ja, wir machen damit wirklich viel mehr Schaden, ne? Warte, was ist das für ein Ding? Abgestimmter Magnetstein. Habe ich den nochmal? Zerbrochener Magnetstein. Der geht nicht auf Amulette. Oh, das ist nice. Das sieht gut aus. Abgestimmter Magnetstein. Hier haben wir nochmal. Hä, warum kann ich den denn nicht aufs Amulett machen? Ach so. Ja, weil da jetzt schon was drauf ist. Das stimmt natürlich. So. Der Tod liegt denjenigen, die ihn fürchten, wie ein Schatten auf ihnen. Meistere den Tod und du wirst das Leben meistern. So hat es Uburuk gelehrt. Uburuk ist unser Gründer. Er lehrte uns alles, was wir über die Nekromantie wissen. Ohne ihn würde es den Orden nicht geben. Darf ich ihn sprechen? Leider verließ uns der Meister vor vielen Jahren mitten in der Nacht unter mysteriösen Umständen. Wir können nur annehmen, dass es Ereignisse von großer Bedeutung waren, die ihn veranlassten, den Orden zu verlassen. Das denke ich auch. Hüter der Artefakte. Okay, hier kann ich mir noch nicht viel kaufen, weil mein Ruf bei der Todeswache... Ja, wobei, wir haben den Ruf aber schon gut nach oben getrieben durch diesen einen Besuch da. Solltest du da draußen in der Wildnis Kymons Auserwählten begegnen, dann sei auf der Hut. Sie sind eine fanatische Gruppe und greifen uns bei Sichtkontakt an. Ja, die kenne ich. Der verdammte Mistkerl erschreckt mich mit seinem brennenden Klingen in den Wäldern. Natürlich glaubte der arme Narr fälschlicherweise, ich wäre allein. Kostete mich einige gute Lakaien, aber er war für mich ein guter Ersatz für eine von ihnen. Okay, poetische Gerechtigkeit, ja. Ich danke dir für deine Hilfe in Old Arcovia. Kaldoros sprach liebevoll für deine Kampffähigkeiten. Ich denke, du erinnerst ihn an seine sterblichen Tage. Kaldoros, wer war denn das nochmal? Er erholt sich jenseits des spirituellen Schleiers. Er wird zurückkehren, wenn er es als würdig erachtet. Manchmal verschwindet Kaldoros plötzlich monatelang. Wohin er geht, könnte ich dir nicht sagen. The Order welcomes you. Noch jemand, der sich uns anschließt. Es ist immer eine Freude, ein aufgeschlossenes Individuum zu begrüßen. Fühl dich wie zu Hause. Okay, danke. Ich habe jetzt erstmal nicht einige weitere Fragen, weil ich weitergehen möchte. Wir werden hier eh nochmal wieder herkommen. Laruka. Mir wurde gesagt, dass du gekommen bist, um dich uns anzuschließen. Willkommen. Mögest du die Antworten finden, die du suchst. Ja, möge ich das. Was ist hier? Achso, jetzt wollte ich die gerade schon angreifen, die sind aber von der Todeswache, das sollte ich vielleicht lassen. Die halten hier ihre Wache. Hier kann ich auch schon lang reden, Oberach. Du solltest lieber umkehren, Reisender. Im Bloodgrove Vimmet ist von Ktons Kult und Schlimmerem. Ich habe gesehen, wie sich vor unseren Augen ein Rift öffnete und mehrere Männer einsaugte. Er verschwand genauso schnell wieder. Wenn du merkst, dass die Luft vor seltsamer Energie kribbelt, geh sofort weg. Was gibt's sonst noch da draußen? Die Schwarzmähen-Mantikoren laufen frei rum, jetzt wo niemand mehr da ist, der sie von den Straßen fernhält.
Dann gibt's noch den Orden der Todeswache und Kymons Auserwählte. Seit Wochen gehen diese zwei fanatischen Gruppen sich gegenseitig an die Kehle. Ich hoffe, du hattest nicht vor, nach Norn zu Fort Econ zu gehen. Die Blutgeschworenen haben Darkvale überrannt. Genau da gehe ich hin. Und das ist mir auch egal. Weil guck mal, wie ich die hier weg... wie ich die hier wegrotze. Die haben gar keine Schnitte. Die sind auch keine Gefahr für mich. Ich weiß nicht, für was die Leute mich hier immer halten. Ich bin nicht so schwach wie die. Okay, hier sind Todeswachen. Hier ist ein Lager der Todeswachen. Ja, jetzt muss ich hier schon wieder so viel... Guck mal, was hier jetzt alles wieder unerkundet bleibt. Da muss ich doch wieder zurücklaufen. Das ist immer so schlimm. Das war in Titan Quest nie so. Ha, die kämpfen hier jetzt gegen die Manticore. Ja, die Manticore sind echt krass. 11k HP. Die sind echt mal nicht von schlechten Eltern. Die Manticore sind starke Gegner, wie man schon sehen kann. Ach, Überreste der Schwarzen Legion. Wo genau sind die? Achso, hier. So, davon brauchen wir 5 Stück. Das kriegen wir hin. Steinaltar? Achso, ist nur quasi ein Container mit Items. Ich habe gedacht, da ist jetzt was Besonderes. Da liegt auch noch so ein Typ. Warum habe ich jetzt schon 3 von 5? Habe ich nicht erst 2 von 5? Achso, was ist... Wo habe ich 3 von 5? Hä? Stand doch gerade 3 von 5. Okay, das Spiel scheint sich selber berichtigt zu haben. Ich habe nämlich eigentlich nur 2 von 5, aber gut. Ihr könnt mir gar nichts hier mit eurem Blutschwurgedöns. So, hier ist noch einer. Die hat schlimm erwischt hier, die Typen von der Schwarzen Legion. Tonisches Rift. Das ist jetzt das Rift, was nicht zu so einem richtig fetten Gebiet führt, aber zu so einem etwas, ja, etwas kleineren, Grim Dawn-mäßig kleineren Dings. Wo man auch Sachen bekommt. Wo man auch gegen Gegner kämpft und so und Truhen finden kann. Bolvar, der Blutbinder, ist, glaube ich, ein Gegner. Nee, doch nicht. Also kein, also doch, also er ist offensichtlich ein Gegner, aber keiner... den ich von der Quest aus töten muss, was ich erst dachte. Uiuiui, okay. Wir haben den Devotionspunkt, das heißt... Zack. Wir gehen in den Löwen. Ja. Das Ktonische Rift dürfte uns an einen Ort führen, der nicht so krass groß ist. Als dass ich jetzt da den ganzen Part wieder brauche. Ja genau, da kommt man hier an so einen ganz düsteren, creepigen Ort. Aschenwüste. Wo man auch gegen Gegner kämpft, die auch stark sind. Kann ich mich noch dran erinnern. Aber hier gibt es auch mehrere, glaube ich, wieder Ausgänge. Mehrere von Portalen, die einen auch wieder zurückbringen. Dementsprechend ist das nicht so krass. Der ist lost, das ist gut. Hier kommen jetzt ganz neue Gegner zum Vorschein. Da, hier ist... Manchmal gibt es auch noch irgendwie, glaube ich, eine zweite Stufe oder sowas. Aber, wie gesagt, das dürfte auch vielleicht sogar schon der Ausgang sein. Die sind halt nicht so... Die Gebiete sind doch relativ groß, aber man weiß halt, wo der Ausgang ist. Und könnte ihn theoretisch auch instant nehmen. Also hier, anders als beim letzten Mal, werde ich mit Sicherheit nicht den ganzen Part verbringen. Wobei, wenn ich mir das mal hier so angucke, ist es vielleicht auch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Aber auf jeden Fall kleiner als dieses andere Gebiet da von neulich. Ja, ach so. Dieses Stun ist so schrecklich. Warum gibt es sowas überhaupt? Ich hätte kein Problem damit, wenn ich in einem Spiel nie wieder jemanden stunnen könnte. Und mich dafür aber auch niemals jemand stunnen könnte, wenn Stunnen einfach verschwinden würde für immer. Ich hätte kein Problem damit. Weil ich hasse es dann in jeglicher Hinsicht und Form.
Hier kann man übrigens auch keinen Rift öffnen, keins von seinen eigenen. Warum ist mein Energieverbrauch plötzlich wieder so krass hoch? Steigt hiermit auch plus 14 Energiekosten? Ja, dadurch, dass ich die Passiven hochlevele, steigt auch der Energieverbrauch natürlich an. Das ist klar, aber was soll ich machen? Meine Attacke muss ja mehr Damage machen. Die Gegner kriegen mehr Leben. So einfach ist das. Ich kann es ja nicht ungeskillt lassen. Dann mache ich einfach irgendwann keinen Damage mehr und dann habe ich halt eh keine Chance. Also Gott sei Dank habe ich hier Drecksblut. Wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon oft auch gestorben. Weil der Heilungstrank da nicht ready ist. Weil die Abklingzeit ist doch schon relativ groß. Es ist doch ein Ziel. Also das Gebiet hier ist auch größer, als ich in Erinnerung hatte, aber gut. Das ist wohl einfach so ein Grim Dawn-Ding, dass alles größer ist, als man es in Erinnerung hatte. Aber hier müsste es dann jetzt auch schon zu Ende sein. Also einmal einen Kreis rum, meine ich. Dann gibt es natürlich in der Mitte noch die ungefüllte schwarze Finsternis, die wir erstmal ausfüllen müssen mit Licht. Ja, hier fühlt man sich auf jeden Fall nicht sonderlich wohl. Das ist einfach so ein Ort, da wünscht man sich, man wäre so schnell wie möglich wieder weg. Gut, wo waren das? Wo war jetzt das? Wo war das Rift jetzt? Das ist die große Frage. Wo war das Rift? Das müsste man natürlich auch wiederfinden, wenn man hier raus will. Irgendwo hier auf der linken Seite war das doch, ne? Ah, da. Ja, genau. Und da sind wir wieder. Seht ihr? Das bringt einen dann im Regelfall auch wieder dahin zurück, wo man reingegangen ist. Und dann kann man hier schön weitermachen. So, die fünf Speertypen von der Schwarzen Legion haben wir auch. Hier sind die Gefangenen, die wir befreien sollten. Ach, herrlich, wie das alles hier zusammenkommt. Gerade kann ich da bitte... Nein, da kann ich nicht durch. Ich muss stattdessen ganz außen rumlaufen wahrscheinlich wieder. Ach, ist das herrlich gemacht mit den Wegen in Grim Dawn. Auch hier hätte man nicht einfach so machen können, dass man da durchlaufen kann. Das muss man anders machen. Oh, das waren die Überreste von Malka da, lol. Das habe ich auch gar nicht so wirklich mitbekommen. Beziehungsweise auf dem Schirm gehabt, dass wir die Quest machen sollten. Oder dass das da einfach so rumliegt. Aber gut, habe ich nichts dagegen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber das ist mir egal. Du bist kein Kultist. Zumindest siehst du nicht aus wie einer von ihnen. Bitte hol uns hier raus. Diese Bastarde holen uns aus dem Käfig, einen nach dem anderen. Wir mussten zusehen, wie sie einem Mann sein ganzes Blut abzapften. Das war grausam. Ab nach Homestead mit euch. Gut, wir brauchen nicht mehr Überreste. Wir müssen den Snünd nur zurückbringen, aber das machen wir halt erst, wenn wir hier durch sind mit dem Gebiet. Wie immer. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir nicht gemacht haben für Homestead? Töte den alten Bloodbriar im Shaded Basin. Wo ist Shaded Basin überhaupt? Wo ist das? Was ist das? Und da Healer in den Berghöhlen. Ich weiß noch nicht, wo die Berghöhlen sind. Also hier gibt es einige Orte, von denen weiß ich gar nichts.
An die Questgeber kann ich mich auch überhaupt nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein. Naja, entweder finden wir sie auf dem Weg, oder wenn nicht, gucke ich nochmal. Wenn ich sie dann auch nicht finde, dann scheiße ich drauf. So einfach ist das. Gut, dann würde ich aber ganz einfach an der Stelle sagen, haben wir doch locker wieder einen schönen Part. Und die Belohnung für die ganzen Quests, die wir gemacht haben, die holen wir uns im nächsten Part. Also Leute, haut da rein, bis dahin und ciao.